Pranks gibt es viele, gute und schlechte. Im folgenden Clip sollen die 10 besten Pranks auf uns warten. Ich bin gespannt. Let's go. I'm in a rush. Can I just return this with you real quick? What's wrong with it? Okay, das davor habe ich irgendwie nicht verstanden, ob das zusammengehört. Das ist schon mal sehr unangenehm. Er denkt sich auch nur, hä? Stark, gute Reaktion. Is there a problem? Fühle ich, wirklich. Sehr, sehr sympathische Reaktion. Is there a problem? Did you want something? Boah, das ist unangenehm. Vor allem als Frau, die sieht noch sehr, sehr jung aus und dann hockt sich da so ein tätowierter Typ hin. Das ist eher nicht so cool. Just back up a little bit. Just, that's good. Dude, come on. Seriously? Er reagiert wirklich perfekt. Genauso würde ich auch reagieren. Erstmal so lustig, so nach dem Motto, yo, alles klar bei dir. Und dann aber auch klar machen, Bruder, so bis hierhin und nicht weiter. Dude, back up. Das ist schon richtig. Also das, dem Opa, klar, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr der Vitalste, aber das ist schon richtig dreckig. Die sieht einfach aus wie 14, 15. Was? Was? Niemals, Junge. Okay, das. Ich bin gerade sprachlos. Put the knife away. What the fuck are you doing? The hell? What? The fuck? Watermelon for you, sir. I know it's like really hot right now, but you need to eat this cold watermelon. I saw you from far away and I. Weiß nicht, Mann, das ist schon wirklich grenzwertig, würdig, irgendwas von beiden. I'm like, this man needs to eat. Also wenn er bei ihr auch Messer zieht, Mann. Das ist gut, das ist schon mal gut, jemanden anzurufen. He's listening to me right now. Like, he can hear me, but he won't get away from me. Was? Alter, das ist... Was? Junge! It's a watermelon for you. This is really, really hot today. We just thought you probably need one. Yeah. Alter! Ich bin hier von der Distanz schon sprachlos. Wie muss man sich in der Situation fühlen? I thought like it's too hot right now. Sorry, my communication skills are very terrible, so. Meine Kommunikationsskills sind sehr schlecht. Ja. But get the wrong idea. I just thought you needed a watermelon. Man, like, what's wrong with you, dude? Hold on. You back up a little bit, bro. Can I take your boyfriend from here? No. I don't, like, what does that mean? I want to be with you today. No?
Ich möchte mit dir heute sein. Das ist bisher gut. Good, bro. I don't also know. No, I like chocolate, man. Okay, well, that sounds like your problem. I'm like, so you don't go with me? No, I'm good. Du kommst nicht mit mir. Alfredo, call you. Come with me today, man. Yes, yes. Salam alaikum. Yes, we got the offering right here. Er denkt sich auch nur, sowas passiert hier. Should I just go for it, Alfredo? Okay. Alter, das ist, was auch immer er da jetzt rauszieht. Und es wirkt auch schon wieder Grenzen überschreitend. What the fuck? Was? Alter, some offerings, bro. Also das ist wirklich gottlos, Mann. What the fuck, man? Giving you offering. Are you fucking kidding me? Get the fuck out of here! You think this is a fucking joke? You fucking prick! Bro, I... Alter, das ist wirklich zu hart. Oh, hey, Alfredo. Hold on, man. No, Alfredo, he's coming, bro. Ow. Cut this thing up. Cut it up, bro. Cut it up. What the fuck is break this, it. Dude? What the fuck is this shit? Look, dude? I don't have a diamond ring, but I'm gonna give you this melon. Bro, I don't play games, homie. Melon, bro. I don't play games. You get the fuck out of here, hey, bro. Hey, bro, chill out. Okay, also Spaß hin, Spaß her, aber da brauchen Sie sich wirklich nicht wundern, wenn da mal einer austeilt. Prank, bro, it's a prank. Hey, it's a prank? Prank prank my ass, bro. I don't play no games, homie. I don't play no games, homie. You better fuck, bro. You'll be next. Ja, dann einfach so sagen, oh, ist ein Prank. Also das, nee, Mann. Vor allem so mit einem Messer, weißt du, ich meine, dieses Angucken und sich so nah hinstellen, das bei den Mädchen war zu viel. Bei dem Opa und bei denen würde ich sagen, okay, das geht schon fit so. Aber das mit dem Messer, das ist... Come here. Hey, bro, chill out. Bro, chill, bro, look, we're filming. I ain't gonna fucking chill. Yeah, boss, yeah. Yeah, I think I got it right here. Are we doing the sacrifice for Buddha right now, the ritual? Was? Alter, das ist die Opferung für Buddha. Also allein, nee. Yeah, you know what? I'm gonna go in right now, because I don't want Buddha to be upset. yes. We got it. Here you go, ma'am. Hey, fuck you. I don't want your fucking... Bro, shit. Get the fuck away from me. Alfredo, just tell me you sacrifice for Buddha. For you, bro. I'm not trying to hit you with that knife. Why are you gonna fucking just get a fucking watermelon in front of me? Why do you think I'm freaking out right now? Because we have you on camera right now. You pull out a fucking knife in front of me? Get the fuck away from my face. Take your shit and go. You sure you don't want some slice? Hell no. Get the hell away. Alright, Alfredo! Okay, Rod Cold, get out of here! Camera, right over there. Er ist der Coolste, er ist am coolsten damit umgegangen, er hat auch sofort klar gemacht und jetzt steht er da und isst so die Melone. Das ist schon stark, also wirklich, Props gehen raus an den. Wie die anderen reagieren, weiß ich nicht. Das junge Mädchen wird wahrscheinlich auch lachen, aber... Pff. We're doing a little prank show. Is it okay if you're on camera? Yeah, it's good. Enjoy it, sir. It's very hot. You're on camera. Where? We have camera up there. And we have camera. I don't like you right now. The damn watermelon. Where's my spoon for it? I do not have spoon for it. See? Auch gute Reaktion. Now, okay, if you're gonna prank me and scare me, you should... Right here, see, this is okay. A better cut right yeah, there. Yeah. Thank you, Eric. Good job. You're not that cold. I'm disappointed in you. Chill out. Hey, it's a prank video, bro. Chill, bro. Look, there's a camera right there, dude. Where? Right there, look. Just turn around and look. Bruh. Pff, wirklich verrückt. Also so... Zum Teil einfach wirklich zu viel mit den Frauen und mit dem Messer. Alles andere lustig, aber das mit dem Messer war dann wirklich nicht nur eins drüber, sondern schon einige drüber. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Peace!